Wir backen heute super knusprige Paprika-Cheddar-Cracker. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Für den Teig wird weiche Butter mit fein gehacktem Cheddar und Salz verrührt, bis sich alles gut verbunden hat. Das Mehl wird mit edelsüßem Paprikapulver, Chilipulver, getrockneter Zwiebel, getrocknetem Knoblauch und gemahlenem schwarzen Pfeffer verrührt und zusammen mit kaltem Wasser zu der Butterkäsemasse gegeben. Wenn ein gleichmäßiger Teig entstanden ist, wird er auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausgerollt und mit einem Messer oder Pizzaschneider in kleine Rauten geschnitten. Ihr könnt den Teig natürlich auch mit einem Plätzchenausstecher ausstechen. Vorher sollte er aber noch mit einer Gabel eingestochen werden, damit er beim Backen gleichmäßig aufgeht. Auf einem mit Backpapier belegten Backblech werden die Cracker dann 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad Umluft gebacken. Nach dem Backen müssen sie erst gut abkühlen. Direkt nach dem Backen sind sie noch etwas weich. Passend zu Ostern könnt ihr die Cracker dann zum Beispiel noch schön verpacken und zu einem Osterfrühstück oder Osterbrunch mitnehmen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr genug vom amerikanischen Essen habt, geht es rechts oben zu unserem zweiten YouTube-Kanal Kochkino. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.